Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Vorschläge werden die Strompreise halbieren und die Menschen um 150 Milliarden Euro entlasten. Und dafür braucht nicht ein einziger Cent Steuergeld ausgegeben werden. Also bleiben Sie gespannt bis zum Ende. Zunächst möchte ich in diesen Zeiten mit einem glücklichen Ereignis beginnen. Bekannte von mir haben ihr Lebensglück gefunden. Nicole, 30 Jahre, alleinerziehend mit ihrem 5-jährigen Sohn, ist jetzt mit ihrem Freund Thorst zusammengezogen. Sie wohnte in Bochum, er in Hamm. Sie haben sich jetzt eine Wohnung in Dortmund genommen. Aber das Glück bekam schnell einen Dämpfer, denn sie mussten durch den Umzug ihren Stromvertrag wechseln, ihren Gasvertrag wechseln und müssen jetzt als dreiköpfige Familie 7.000 Euro pro Jahr mehr für Strom und Gas bezahlen. Meine Damen und Herren, 7.000 Euro, wie viele Familien haben das auf der hohen Kante? Und das ist nur eines der Schicksale, die wir jeden Tag aus dem privaten oder beruflichen Umfeld erfahren. Sie alle werden von Bürgern oder Unternehmen angeschrieben. Da geht es bei Familien um Kostensteigerungen von mehreren tausend Euro, bei Firmen schnell um mehrere Millionen Euro. Da geht es schlicht um die Existenzen von Familien, um die Existenzen von Firmen. Bei den Menschen, bei den Firmen sind die Reserven aufgebraucht. Bereits die Lockdown-Politik der letzten 2 Jahre hat jeden Einzelnen viel Kraft gekostet. Die aktuelle Situation können aber viele nicht mehr stemmen. Nehmen wir zum Beispiel ein seit Jahrzehnten bestehendes Familienunternehmen, die Bäckerei Schlecht-Riemen aus Köln-Kalk. Nach über 90 Jahren wurden sie in die Knie gezwungen. Sie mussten schließen und 40 Angestellte verloren ihren Job. 40 Angestellte, die jetzt zu ihren Familien nach Hause gehen, die nicht nur erklären müssen, dass die Kosten immer weiter steigen, Kosten für Miete, fürs Tanken, für die Energie. Nein, sie müssen ihnen jetzt auch noch sagen, dass das Einkommen wegbrechen wird. Kosten für Miete, Lebensmittel, Tanken, Strom, Gas, die Menschen sind verzweifelt. Die Menschen sind so verzweifelt, dass immer mehr Menschen zum Pfandhaus gehen. Längst wird nicht mehr Schmuck oder Gold verpfändet, denn der wurde schon in der Corona-Zeit dort hingebracht. Jetzt ist es das Laptop des Kindes oder die Spielekonsole oder auch schon mal ein Handy. Und immer häufiger werden die Pfandzettel nicht mehr abgeholt, weil die Menschen die Sachen nicht mehr auslösen können. So berichtet es der Pfandhausinhaber Brian Milas aus Herford. Viele Familien, die an Weihnachten denken, bekommen immer mehr Bauchschmerzen. Was soll ich meinem Kind dieses Jahr schenken? Wird mein Kind es verstehen, wenn es weniger Geschenke oder gar kein Geschenk bekommt? Wird es dann denken, es sei ein böses Kind? Kinderlachen ist ansteckend, sagt man. Wenn ich nun an Kinderlachen denke, dann denke ich an den Indoor-Spielplatz von Frau Scholz aus Neuss. Frau Scholz muss nämlich ihren Indoor-Spielplatz schließen. Dabei hatte sie darauf gewartet, dass nach 2 Jahren Lockdown endlich wieder Kinder hüpfen, klettern, spielen. Doch damit ist Schluss. Die Heizkosten wachsen ihr über den Kopf, die Halle schließt. All diese Menschen sind verzweifelt, all diese Menschen brauchen Hilfe. Doch für eine Lösung, für eine Hilfe muss man wissen, was die Ursache der Probleme sind. Zum einen ist dies sicherlich der Krieg. Endet der Krieg, dann ist ein Teil des Problems gelöst. Aber dann fallen wir nur auf die Strom- und Gaspreise von vor dem Zeitraum des Krieges zurück. Wie die Preise da waren, kann jeder an den Börsenpreisen Ende letzten Jahres ablesen. Da sieht man, dass wir bereits beim Strompreis im letzten Jahr eine Vervierfachung und beim Gaspreis eine Versechsfachung hatten. Diese extremen Preisanstiege sind auch ohne den Krieg innerhalb eines Jahres bei den Verbrauchern angekommen. Sie sind durch den Krieg nur verschärft worden. Wer behauptet, dass die aktuelle Energiekrise und die aktuellen Energiepreise nur und ausschließlich von Putin verursacht wurden, belügt die Menschen. Eine Lösung muss auch die Probleme im Blick haben, die vor dem Ukraine-Krieg geschaffen wurden. Und diese Probleme sind durch ihre Energiewende entstanden. Wer das nicht glaubt, braucht einfach nur auf seinem Handy die App
Electricity Map installieren. Und dann vergleichen Sie dort mal Produktion und Preise zwischen den Ländern Deutschland und Polen. Sie werden erkennen, dass der Strom in der Börse in Polen in der Regel nur die Hälfte kostet, denn Polen nutzt Kohlestrom. Beispiel heute Morgen 9 Uhr. Da war der Preis in Deutschland 43 Cent pro Kilowattstunde. In Polen betrug der Preis 14 Cent, also 70% weniger in Deutschland. Wo, bitteschön, meine Damen und Herren, soll daran denn Putin schuld sein, dass in Polen die Preise 70% billiger sind als in Deutschland, meine Damen und Herren? Daran ist Putin nicht schuld. Es ist ausschließlich Ihre Energiewende. Und mit Ihren 200 Milliarden Doppelwumms, da verteidigen Sie nicht die Menschen in der Ukraine, damit verteidigen Sie nur die Kosten Ihrer Energiewende. Sie haben uns mit dem Abschalten von Kernkraft und Kohlekraft in eine gefährliche Abhängigkeit von Putin getrieben. 55% des Erdgases kamen aus Russland. Und wer diese Abhängigkeit von Putin reduzieren will, der muss die Kohle- und Kernkraftwerke wieder anschalten. Sie sind aber hingegangen und haben uns den Zorn von Putin völlig schutzlos ausgeliefert. Sie haben bereits Ende Februar die Sanktionen gegen Putin beschlossen. An diesem Tag im Februar hätten Sie hingehen müssen und alles unternehmen müssen, um die Kohlekraftwerke wieder in den Betrieb zu nehmen. Wir haben in Deutschland 15 Kohlekraftwerke in der Netzreserve, davon allein 4 in NRW. Und da sind noch nicht mal die topmodernen Kraftwerke in Hamburg oder in Hamm enthalten, denn die werden nur für eine Sonderaufgabe von der Bundesnetzagentur genutzt und können aktuell gar keinen Strom produzieren. Aber man könnte auch diese wieder umrüsten, topfit machen. Aber bleiben wir bei den restlichen 15 Kohlekraftwerken. Wenn Sie die Abhängigkeit von Gas hätten reduzieren wollen und damit auch die Gaspreise beruhigen wollen, dann hätten Sie spätestens innerhalb von 5 Wochen alle Kohlekraftwerke angeschaltet. Die 5 Wochen wären dazu nötig gewesen, um auf Dauerbetrieb umzustellen und Kohle zu beschaffen. Bei den Braunkohlekraftwerken wäre das sogar noch deutlich schneller gegangen. Doch stattdessen, Herr Wüst, stattdessen lief im Mai kein einziges dieser Kraftwerke. Und auch im Juni lief keines der Kraftwerke. Und auch im Juli lief keines dieser 15 Kraftwerke. Und erst im August wurde das erste von diesen 15 Kraftwerken wieder in Betrieb genommen und vorgestern dann ein zweites dieser Kraftwerke. Damit haben Sie in all dieser Zeit weiter viel Gas für die Stromerzeugung verbrannt. Gas, welches uns im Winter für unsere Heizung, im Winter für unsere Industrie fehlt. Stattdessen meldet der Kanzler jetzt einen Riesenerfolg nach 7 Monaten Verhandlungen. Er hat es geschafft, tatsächlich einen einzigen Vertrag mit Katar abzuschließen. Geliefert wird, und passen Sie auf, einmalig die Menge, die wir in Deutschland in 12 Stunden verbrennen. In 12 Stunden. Bravo, Herr Scholz, bravo. Vielleicht mögen Sie einmal einen großen, kräftigen Applaus für diese einmalige Leistung des besten Kanzlers, den wir jemals hatten, spendieren, meine Damen und Herren. Gas für 12 Stunden nach 7 Monaten Verhandlung. Aber kehren wir zu den 15 Kraftwerken zurück, wovon erst wieder 2 in Betrieb sind. Und dann lese ich die Ausführungen der Ministerpräsidentenkonferenz von Mittwochnachmittag und dort heißt es, Zitat, dazu müssen alle sinnvollen Möglichkeiten zur Ausweitung der Stromproduktion genutzt werden. Zitat Ende. Herr Wüst, allen Ernstes, was haben Sie die letzten 7 Monate dafür getan? Von den 4 Reservekraftwerken NRW läuft erst ein einziges Kraftwerk, das Kraftwerk Heyden, und das läuft erst seit 2 Tagen. Die anderen sind alle noch im Stillstand. Mit Ihrem Nichtstun, Herr Wüst, sind Sie mitverantwortlich, dass wir jetzt in dieser Gaskrise stecken. Sie haben schlicht Ihren Job nicht gemacht. Ihr Job war es, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Stattdessen haben Sie unser Volk Putin ausgeliefert. Und wenn Sie auf dieses Nichtstun ehrlich zurückblicken würden, würden Sie noch heute Ihren Posten als Ministerpräsidenten räumen, Herr Wüst. Und was diese Auslieferung des deutschen Volkes an Putin bedeutet, können Sie an der Gewinnmeldung von Gazprom ableiten. Gazprom hat im ersten Halbjahr 41 Milliarden Gewinn gemacht. Ein Gewinn, der auch noch von deutschen Bürgern finanziert wird. Denn längst verkauft Putin sein Gas an China und Indien, denn die machen bei den Sanktionen gar nicht mit. Und ein Teil des Erdgases, welches in Indien gekauft wird, landet dann auf dem Weltmarkt. Ein Weltmarkt,
wo sich Deutschland dann wieder bedient und einkauft und sich verflüssigtes Gas per Schiff liefern lässt. Und der Gewinner ist Putin, der seine Kriegskasse füllt. Und die Verlierer, das sind die Menschen in der Ukraine. Und jetzt schlagen Sie als eine Lösung einen sogenannten Energiepreisdeckel vor. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass sich an der Marktsituation, an den Marktpreisen nichts ändert, sondern dass der Staat nur einen Teil des Preises über eine Verschuldung übernimmt. Der Staat, das sind unsere Bürger. Aber was passiert dann? 40 Millionen Haushalte, werden die also demnächst ihre Stromrechnung und separat auch noch ihre Gasrechnung an den Staat schicken, um dann eine Erstattung zu bekommen? Daneben dann natürlich noch Millionen Unternehmen und Selbstständige. Angesichts des Chaos, das allein bei den Corona-Hilfen entstanden ist, wird das höchstens zu einem weiteren Desaster führen. Aber eigentlich wollen Sie das doch gar nicht, denn Sie wissen, dass es niemals funktionieren würde. Aber in 9 Tagen ist ja Wahl in Niedersachsen und bis die Bürger den Betrug gemerkt haben, ist es zu spät. Man kann das aber auch an einem einfachen Rechenbeispiel erklären. Die Kosten für Gas und Strom betrugen im Großhandel im Jahr 2020 in ganz Deutschland 40 Milliarden Euro. Nach aktueller Kostenschätzung dürften die Kosten für die gleiche Menge von Strom und Gas im nächsten Jahr 450 Milliarden Euro kosten. Wenn der Staat die Hälfte übernehmen würde der Mehrkosten, wären das für den Staat, also für unsere Bürger, 200 Milliarden Euro. Es verblieben dann aber bei den Unternehmen Kosten von 200 Millionen Euro, die bei den Unternehmen noch verblieben, statt 40. Es wäre also mindestens eine Verfünffachung ihrer jetzigen Kosten. Kein exportorientiertes Unternehmen wäre damit überlebensfähig. All diese Unternehmen würden trotz ihres sogenannten Energiepreisdeckels im Januar schlicht ihre Produktion einstellen. Und auch bei den Unternehmen, die hier in Deutschland ihre Produkte verkaufen, bleibt es doch mehr als fraglich, ob diese ihre gestiegenen Kosten weitergeben können. Ihre Lösungen aus der MPK sind also nichts anderes als Scheinlösungen. Scheinlösungen, wie diese schon in der DDR gescheitert sind. Die ostdeutschen Bürger können sich sicher nicht noch an den Versuch erinnern, den Strompreis auf 8 Pfennig zu deckeln. Ich dachte wirklich, dass wir die Zeit des Sozialismus überwunden hätten. Aber es macht mich doch schon sehr nachdenklich, wenn der Sozialismus ausgerechnet von der CDU wieder ins Leben zurückgeholt wird. Was bleibt? Etwas Glitzer, etwas Konfetti zur Beruhigung der Menschen. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber keine Scheinlösung. Wir brauchen echte, langfristig wirkende Lösungen. Und dazu haben wir seit Monaten, wenn nicht sogar gar seit Jahren, die richtigen Dinge vorgeschlagen. Aber Sie brauchen ja nicht auf die AfD zu hören. Hören Sie einfach auf die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, die im Leben stehen, auf Handwerker, auf Unternehmen. Zum Beispiel hat Ihnen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, kurz DIHK, wertvolle Anregungen gegeben. Blenden Sie einfach aus, dass es sich fast wortgleich um unsere Forderungen handelt. Und die Lösung vom DIHK lautet: erster Vorschlag, alle verfügbaren Kohle- und Ölkraftwerke in den Markt zurückholen. Also genau das, was Sie schon in den letzten 7 Monaten hätten tun können oder tun müssen. Damit würden immer mehr Kohlekraftwerke die teuren Gaskraftwerke ersetzen. In all den Stunden, in denen dann Kohlekraftwerke den Preis setzen würden, würde der Strompreis um etwa 20 Cent sinken. Schauen Sie dazu einfach nochmal in Ihre App nach Polen, dann sehen Sie die Wirkung. Zweiter Vorschlag: verfügbare Kernkraftwerke bis zum Ende der Krise weiter betreiben. Damit meint das DIHK nicht nur die 3 aktuell noch laufenden Kernkraftwerke, sondern die wollen auch, dass die 3 im letzten Jahr abgeschalteten Kernkraftwerke wieder reaktiviert werden. Auch das kann helfen, die Gaskraftwerke aus dem Strommarkt zu drängen. Dritter Vorschlag: Stromsteuer und Energiesteuer auf Gas auf europäische Mindestsätze senken. Allein die Senkung der Stromsteuer würde den Strompreis für Verbraucher um 2 Cent senken. Vierter Vorschlag: Entlastung bei den CO2-Handelssystemen schaffen. Das heißt, Sie bringen mehr CO2-Zertifikate in den Markt in der EU und können damit die Preise für CO2-Zertifikate massiv senken. Das allein würde den Strompreis um weitere 8 Cent senken. Alle diese vom DIHK vorgeschlagenen Maßnahmen könnten den aktuellen Strompreis, der bei 50 Cent liegt, um bis zu 30 Cent reduzieren. Und dann rechnen Sie es mal mit dem Jahresverbrauch an Strom durch. Diese Vorschläge würden nachhaltig wirken und entsprechen einer jährlichen Entlastung um bis zu 150 Milliarden Euro, meine Damen und Herren.
Dafür muss man keinen einzigen Cent Schulden aufnehmen. Dafür muss kein Cent Steuergeld fließen. Es wäre unbürokratisch und einfach und es würde wirken. Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, Sie müssen Ihre Ideologie begraben und zurück zu einer konservativen, ehrlichen Energiepolitik kommen. Ich komme zum Schluss. Zu einer Energiepolitik, die unser ganzes Volk mit günstigem Strom versorgen kann. Und ein kleiner Nebeneffekt übrigens noch, wenn das Gas aus dem Strommarkt genommen wird, dann wird auch der Preis beim Gasmarkt sich beruhigen. Dies wäre die richtige Politik für unser Volk, für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank.